Das ist jetzt keine Stimme für Petrit! Petrit! Alter! Petrit hat. Alter, Diggi! Ich würde sagen, wir können uns jetzt gleich der Wahl widmen. Joe erklärt ganz kurz als Wahlkabinettsleiter, wie das ganze Ding vonstatten zu gehen hat. Und wird dann auch später den Sieger tatsächlich verkünden können. Ich übergebe das Wort jetzt hier an Wahlkabinettsleiter Joe Craft und wünsche allen ein faires und gutes Wahlerlebnis bei der ersten Bürgermeisterwahl hier zu Craft Attack. Wir hatten ein riesengroßes Problem, weil irgendjemand hat versucht, die Wahl zu sabotieren und hat den Wahlomaten gesprengt. Jetzt sollte alles passen. Mhm. Also ich erkläre das Prozedere jetzt. Jeder von euch wird gleich eine Wahlkarte bekommen. Jeder von euch wird nur eine einzige Wahlkarte bekommen. Danach werden wir der Reihe nach... Ja gut, du kriegst zwei wegen Kevin, das ist okay. Erster. Dann gehen wir der Reihe nach hier herein und legen hier unsere Stimmen in diesen... Ja, kann man weitere Wahlkarten kaufen gegen die? Nein. Halt doch jetzt einfach das Maul. Lass dich doch mal ausreden jetzt. Nachdem die Wahlkarten alle genommen worden sind und reingelegt worden sind, versammeln wir uns hier, wo die Betten sind. Und hier wird dann das Ergebnis am Ende ausgewertet. Jeder von euch legt die Karte dann in den richtigen entsprechenden Spender rein, für den ihr stimmt, und geht weiter, okay? So, bitte, das ist deine Wahlkarte. Dankeschön. Das ist deine Wahlkarte? Da rein. Ja, also so geil organisiert hier einfach. Alter, wie geil, Mann. Debitor, was war das? Entschuldigen Sie, vor Ihnen geht schon weiter. Wer raus ist, kommt zu den Betten. Sehen wir es holen. Hast du die bekommen? Hallo, langsam. Hast du die bekommen, Basti, gerade? Ja, ich hab sie. Bitte weitergehen, Wahlgeheimnis. Mein Gott, Alter, können wir jetzt einfach... Ich wähle jetzt auch. Stady, was machen Sie hier? Bitte gehen Sie. Gehen Sie weiter. Der Wahlomat wurde... beschmutzt. Joe Craft, bitte gucken Sie nochmal, ob das einmal frei funktioniert. Wir aktivieren das gleich. Wir gucken gleich, wie das Schauen Ergebnis Sie bitte nochmal einmal, ob alles in Ordnung ist. Joe, da liegt was auf dem Wahlomaten, Joe. Fehlt noch jemand? Hat jeder eine Stimme abgegeben? Ja, okay, Revi hat schon auf. Okay. Ich hab, das war Code. Jeder hat eine Stimme abgegeben. Hat jeder gewählt? Ja. Ihr wartet jetzt da. Wir können jetzt gleich das Ergebnis veröffentlichen. Ich werde jetzt mal ganz kurz für meine Verhältnisse ganz kurz merken, wie das Ergebnis ist. Ich hab so Angst. Hat jeder seine Stimme abgegeben? Also ich hätte ansonsten noch eine Vollmacht von Veni. Also ja, ich zähle jetzt runter. Ich zähle jetzt runter, wenn eure Stimme nicht abgegeben worden ist. Wahlschluss! Oh, Gomme ist auch noch. Ich hab noch eine Stimme. Gomme auch noch. Gomme, das ist ja geil. Okay, oh mein Gott, das ist deine Stimme. Hey, oh mein Gott, Freunde. Gomme, schnell, gewählen jetzt einfach. Einmal rein und abgeben. Will Stegi. Alter, ist das heftig gemacht. Oh, ich hab gewählt, Leute, ich bin fertig. Seid ihr bereit? Okay, alle hinstellen. Ich stehe hier. Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle freue ich mich, euch das Wahlergebnis der aktuellen Bürgermeisterwahl bekannt zu geben. Wir werden das Ergebnis jetzt vor euren Augen auswerten und das Ergebnis sieht wie folgt aus. 3, 2, 1, hingucken. Go! An die schwarze Wand. Spannung. Was ist das? Ist voll schlecht. Das ist jetzt keine Stimme für Petrit. Petrit! Alter. Petrit hat... Alter, Diggi! Was? What the fuck, was ist das? Ja! Ich liebe es, wenn der Discord... Petrit hat keine Stimme! Petrit hat 0 Stimmen. Stegi hat die zweitmeisten Stimmen und die meisten Stimmen... Remi, was war das? Alter, wie geil, Mann! Holy shit! Was ist denn? Ja, hallo, wir haben gesehen, dass sie die Tränke geworfen haben. Oh Gott. Gratulation, Herr Bürgermeister, hallo. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit beobachtet, wer wen gewählt hat. Jeder, der mich nicht gewählt hat, wird jetzt leiden. Hat jemand von euch Wasser? Denn wir wollen jetzt einmal ganz kurz hier Wasser drüber gießen und das Ergebnis hier festigen, dass es niemand mehr manipulieren kann. Genau. Okay. Genau, einmal schön. Bruder, ich mach's gut, ich drück mal aus. Also. Wo ist ein Notar? Ist hier ein Notar da? Hallo? Joe Craft ist der Notar. Was bedeutet das also jetzt für in meinem Rat sind Spark, G-Time und Basti. Hi. Rat hat auch eine Aufgabe. Joe Craft ist Ich wäre gerne Abgeordneter für Redstone, wenn das möglich ist. Ja. Ja. Zählt. Cool. Zählt alles. Und Volleyball ist der Polizist. Und Detective. Beides. Polizei, Obermeister, ich bin da. Ich bin weiterhin dein Berater. Du bist weiterhin mein Berater, ja. Sehr gut. Max, ich möchte dir erstmal gratulieren für den Wahlsieg. Ohne dich hätte wirklich tolle Kampagne. Hier, Max, hier ein kleines Geschenk für mich, von mir. Und Dankeschön. Ja, Max, du darfst jetzt Gesetze erlassen, ne? Also, das darfst du jetzt natürlich nicht ausnutzen, das ist ganz wichtig. Stimmt. Du musst vorsichtig sein damit, wenn du sowas tust. Rotstecks für alle. Erstmal als kleines Wahlgeschenk.
Okay. Bootstacks. Max. Das Einzige, was du reden kannst, Bootstacks. Max, Max, da du jetzt an die Macht gekommen bist, könntest du theoretisch ein Dekret erlassen, was die Warze angeht. Das möchte ich nur mal angesprochen haben, weil es ja da eventuell einen Konflikt gab. Der könnte sich nun über die höhere Macht des Gesetzes halt klären lassen. Aber das ist deine Sache. Richtig. Ich werde mich da nochmal beraten. Ja, das können wir da machen. Aber ich bin offen für alles. Ich würde auch erstmal. Eine liberale Einstellung, kein Hardliner. Erstmal kein Krieg. Ich werde nicht mit in der Nacht unsichtbar den Drachen assassinieren. Ja, red mal weiter. Mach ich nicht. Da sind wir quitt. Schlafen! Meine erste Anfrage, ich frage erstmal, ob sich hier irgendjemand irgendwas wünscht oder mit irgendwas unzufrieden ist. Ich wünsche mir, dass Farben erlaubt sind. Ja, Stegi hat im Aufgang der Wahl. Farben müssen erlaubt sein, die den Server auf 7 FPS runterdrücken. Abgelehnt, Antrag abgelehnt. Du machst ins Gefängnis. Tramax, ich habe auch noch einen Wunsch. Und zwar würde ich sehr gerne, dass du nochmal darüber nachdenkst, die Spawn-Insel, da soll später mal ein Freizeitpark gebaut werden. Und wir haben uns überlegt, da du jetzt Bürgermeister bist, würdest du sogar ein VIP-Ticket für diesen Freizeitpark bekommen. Also alle Fahrgeschäfte kostenlos. Josef. Er kennt sein Volk. Erstes Gesetz, jeder, der redet, springt, damit es klar ist. Ne? Okay, alles klar, over, verstanden. Also wir würden sehr gerne einen Freizeitpark auf die Spawninsel bauen und würden gerne deine Genehmigung dafür haben. Ist stattgegeben. Übel stattgegeben, mit allem drum und dran. Eisen, aber kommt nicht in die Mitte auch noch das Weiße Haus? Das Weiße Haus, das machen Revi, Rumatra und ich und Spark und Basti und Oliver. Des Weiteren brauchen wir auf jeden Fall noch ein Gefängnis, Max. Wo soll ein Gefängnis entstehen? Weil Übeltäter wie Patrick müssen natürlich weggesperrt werden. Ja, das sollte sich vielleicht. Das können wir übernehmen. Wer hat das gesagt? Gefängnis machen wir, okay? Okay, wohin? Richtung. Was war denn mit dem Bauministerium? Basti GAG wollte das Gefängnis bauen, Trimax. Okay, ja, oder Basti GAG baut ein Gefängnis, das ist gut. Was war mit dem Bauministerium? Hallo? Er ist die Woche weg. Stegi, Alter. Ja, hallo, guten Tag, ich bin Carst, ich rede jetzt. Was ist mit Villager-Rechten, wenn du Bürgermeister bist? Die werden wir, das vertagen wir erstmal. Genau. Er möchte dir einen Anschlag. Alter, ich wurde geanschlagt. Wo ist Kevin, die Klinge? Da ist nicht klar. Heiko, lauf! Max, ja? Joe redet und ich bin der Meinung, also als Bürgermeister bist, sollten wir für dich irgendwie eine goldene Krone machen, die so verzaubert ist, dass sie nicht kaputt geht, dass man es auch ein bisschen erkennt, ne? Alter, das gibt's! Ich bin mit Strong und ich werde die Warze erbauen. Was? Nein. Bitte entfernen Sie sich vom Bürgermeister. So viele Wasserheimer sinnlos platzieren, es gibt Aufzüge und die ganzen Fackeln werden weggeschwemmt. Ich bin und ich rede jetzt, was mit dem Bauministerium? Oh je, danke. Stattgegeben. Wollen wir zur Feier, dass ich Bürgermeister geworden bin, unter der Prämisse, dass wir alle zusammen, wir tun alle zusammen, wir machen jetzt ein riesen Mordsprojekt, wir holen Stadtfest. Alle zusammen, 200 TNT holen wir zusammen ran und machen die größte Warzensprengung in der Geschichte von Minecraft. Das ist geil, Alter. Zur Feier des Tages. Es nur 200? Ist Titel an. Scheiß auf die Warze, die ist unglaublich hässlich und jeder sieht sie. Scheiß auf die Warze! Ja, fick dich, Rumatra, die Warze ist hässlich, Mann! Scheiß auf die Warze, Rumatra! Scheiß auf Rumatra! Ich bin der Warze GRG und ich freue mich! Einfach so ich bin Stegi und ich bin sehr traurig. Ich bin Stegi und schaut nicht um meine Twitter-Likes. Guck dir mal an, wie das heißt. Ist Rumatra gerade gegangen und weint oder was los? Oh Mann. Können wir uns drauf verlassen, dass sobald du stellst dich jetzt auf diese Druckplatte, sobald du da drauf. Mach nicht die guten Blöcke. Komm mal raus da, komm mal raus mit euch, raus da mit euch. Oh mein Gott, ich brauch doch die Blöcke. Gomme, wofür denn Gomme? Weiß ich nicht, zum für mein Bauen, Haus. Für eine neue Warze. Es gibt auch noch eine Farbe. Neue Warze. Ey, hör auf, die abzubauen. Die muss explodieren. Komm mal raus da jetzt. Ich schalte die Bombe scharf in 10. Okay, ich schmeiß mal hier da raus. Jo. Warte, du bleibst doch eben runter. Ja, mach. Komm im Okay, ja nice Hit, Bro. Oh mein Gott. Nichts machen. Oh mein Gott. Rumatra hat es jetzt in der Hand. Wir positionieren uns am besten hier bei Zinus. Kommt raus da. Ich bin runter. War schön. Hey, lieber, ich hoffe, du stirbst. Okay, zwei sind gezündet. Jetzt der Rest. Oh, sie ist weg. Geil, richtig scheiße das Ding. Endlich ist weg. Mann, da hätte ich auch oben stehen bleiben können. Sieht ja viel besser aus. Boah, cool. So ist es echt schön. Antrag lassen wir sie so stehen. Antrag den Rest abbaut. Antrag angenommen. Bürgermeister hat gesprochen. Nichts passiert, dann ist gut. Okay, Antrag auf Zinus-Sprengung, Insel. Was? Angenommen. F.
Also jetzt ist es for real noch hässlicher als vorher. Ja. Gommi, du darfst die Blöcke haben, du darfst die abbauen, wenn du da etwas bauen willst. Boah, ich weiß nicht, ich muss glaube ich los, ne? Also, ne? Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da, würde mich riesig drüber freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Trimax das Bürgermeister geworden ist, ich jetzt Polizeichef bin. Und ich bin mal gespannt, was in nächster Zeit passieren wird. Da unten seht ihr auch gerade direkt, da wird die Polizeistation und das Weiße Haus entstehen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Es wird auf jeden Fall mega nice werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr heute Abend wieder im Livestream dabei seid. Wann ich streamen werde, ich denke mal Richtung 19, 19.30 Uhr werde ich anfangen. Schaut dann vorbei, ich würde mich da riesig drüber freuen. Und morgen gibt es dann ein Update-Video zu meinem Vorhaben mit meinem Häuschen. Weil da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr weit gekommen. Was genau da jetzt abgeht, schaut gerne im Livestream vorbei. Oder morgen im Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis morgen. Tschüss!